Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge von I Am Brad. Ja, ich hab's noch nicht geschafft, dieses fucking Level hinzukriegen. Hab's offscreen ein paar Mal probiert, aber es will mir einfach um zur Hölle nicht gelingen. Warum auch immer. Deswegen müssen wir das heute nochmal zusammen probieren. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber manchmal hat man ja keinen Einfluss drauf. Und ich bin mal gespannt, was danach für ein Level kommt. Also, wenn man sich mal so die Beschreibung beim Steam Shop ansieht, also da scheint es tatsächlich irgendwie eine Story zu geben, die bereite ich fürs nächste Mal auch mal vor, damit wir mal wissen, um was es hier eigentlich geht bei dem ganzen Rotz. Wow. Also, es scheint einen tieferen Hintergrund zu geben. Eine sehr mysteriöse Geschichte, wie ich gelesen habe. Aber die habe ich jetzt leider gerade nicht im Kopf, deswegen müssen wir da leider, muss ich euch da leider erstmal aufs nächste Mal vertrösten. Aber ja. Ach genau, aber ich habe ein Anliegen an euch quasi heute so ein bisschen. Und zwar, also ich bin ja seit längerem jetzt in dem Alliance-Netzwerk, also in dem GameStar YouTube-Netzwerk und seitdem, also es läuft auch eigentlich ganz normal weiter wie bisher, auch so von den Viewerzahlen und so, hat sich eigentlich nichts verändert, was ich eigentlich ganz schön finde. Und was ich jetzt aber doch versuche ein bisschen zu forcieren, ein bisschen mehr zu machen, ist dieser Social-Media-Anteil. Und zwar, also ich sehe das halt bei den anderen Leuten aus dem Netzwerk, zum Beispiel auf den ihrer Facebook-Seite und so, ist das ordentlich was los. Ist bei mir leider noch nicht so ganz. Und deswegen wollte ich mal fragen, habt ihr kein Facebook oder Twitter oder so? Ich bin ja auf Facebook, Twitter und Google Plus unterwegs. Und momentan mache ich da halt noch nicht viel, aber es sind halt auch noch sehr, sehr wenige Leute da. Aber ich möchte jetzt damit anfangen, dass eben vermehrt zu machen und ich würde mich sehr freuen, wenn da der eine oder andere von euch aufschlagen würde. So, ich gehe mal wieder runter. Dann rentiert sich die ganze Kacke wenigstens auch ein bisschen. Und den Vorteil hat es halt dann auch, ich kann euch mitteilen, wenn mal eine Folge oder so ausfällt oder wenn ich spontan irgendein neues Projekt ankündigen möchte und sowas halt. Das ist auf Facebook tatsächlich wesentlich einfacher oder Twitter oder Google Plus oder was weiß ich, was ihr da benutzt. Wesentlich einfacher, whoopsie, als das immer nur über YouTube zu machen, weil YouTube ist ja jetzt nicht unbedingt das, wo man mal schnell drauf guckt, um eine Nachricht zu sehen. Also überlegt euch doch mal, ob ihr mich nicht mal auf meinen Social-Media-Seiten besuchen wollt und liken, abonnieren, damit ihr halt auch immer in Zukunft alles Neue mitbekommt. Ich würde mich auf jeden Fall tierisch freuen, auch da mit euch eine Community aufzubauen. Und ja, weil das klappt, also so Community-technisch, ich bin mittlerweile so hammerhart stolz auf euch. Ich habe mittlerweile so viele Kommentare, also ich brauche teilweise echt lange Kommentare am Tag zu lesen. Mag man gar nicht glauben bei so einem kleinen Kanal wie mir, aber mir macht es sau Spaß, wenn ich sehe, dass ich auch Feedback von euch bekomme. Also auf jeden Fall da mal ganz großes, ne? Danke und so. Ne? Und immer schön weiter kommentieren. Warum habe ich denn da überhaupt schon wieder... Achso, das ist Gelee. Ach Mann. Nein, 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 nein. Wir fallen jetzt nicht runter. Ich habe keinen Bock runterzufallen. Ich wollte gerade sagen, was habe ich denn da dran kleben? Dann habe ich mich so oft das Zeug, was da an mir klebt, konzentriert, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich runterfalle. Zack. Nein. Oh, meine Güte, ey. So. Geht doch. Danke. Jetzt muss ich noch ein Stück rüber. Ich muss nämlich da hoch irgendwie. Komm. Komm schon. Scheiße, das wird knapp.
Oh, meine Güte, ey. Das war knapp. Also wir müssen ja Gott sei Dank mittlerweile, wo wir hin müssen. Wir müssen ja da vorne zur Heizung. Ich bin mal gespannt, ob ich das heute hinkriege. Also wie gesagt, ich hab's offscreen mehrfach probiert, aber ich hab's ums Verrecken nicht hinbekommen. Und ich hab keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Aber es hat nicht klappen wollen. Deswegen einfach mal bitte Daumen drücken, dass das heute ein bisschen besser wird. Ich möchte nämlich das nächste Level sehen. Was auch immer das nächste Level ist. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie ein Treppenhaus oder sowas ist. Also, ich weiß nicht, wenn man sich so diese amerikanischen Häuser, wie man sie immer in irgendwelchen Filmen oder sieht oder so sieht, dann ist am Wohnzimmer meistens irgendwie entweder die Küche dran oder so ein Esszimmer oder halt irgendwie ein Treppenhaus. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass sowas auch als das nächstes auf uns wartet. Aber, naja. Übrigens, was mir gerade auffällt, das kann ich jetzt. Na, scheiße, kann ich jetzt nicht mehr zeigen. Das Bild da drüben mit der Tante da drauf, das kann runterfallen, ey. Ich habe mich gestern so erschreckt beim Spielen. Upsi. Als ich auf einmal ein Stockwerk tiefer stand, also auf dem Boden stand, weil ich. Oh! Weil ich das Bild runtergerissen habe. Alter, warum schlägt denn das dauernd gegen die Wand? Wie so ein schlaffer Penis. So. Mein Freund. Boah, das wird weit. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Das schaffe ich nicht mehr. Oh mein Gott. Fuck. Oh mein Gott. Oh! Scheiße. Fußbodenleiste. Ganz schlecht. Hinter der... Oh nein, ich stecke hinter der Couch fest. Okay, ich habe mich freigemacht. Oh. So, ich bin wieder auf der Fußbodenleiste drauf. Meine Fresse. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Am besten schwinge ich mich irgendwie. Ja. Irgendwie, ne? Okay, ah, ich bin schon auf der Couch drauf. Meine Fresse, ey. Ich versuche jetzt mal irgendwie darüber zu kommen. Ich muss hier irgendwie um die Ecke noch kommen. Ich war noch nie hier unten. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Aber komischerweise auch hier hinten hinter der Couch, wo wirklich keine Sau sauber macht, ist es nicht schmutzig. Also das ist meiner Meinung nach der sauberste Haushalt. Scheiße, den ich je erleben durfte. Boah, Glück gehabt, ey. So, wie komme ich denn jetzt darüber? Am besten an die Wand dran, ne? Oh, oder, warte mal. Genau, an die Wand dran und dann unten auf die Fußbodenleiste. Und dann sind wir schon bei der... Bei der Eizin. So. Auf die Fußbodenleiste drauf. Perfekt. Also mittlerweile den Weg quasi zur Heizung, den habe ich echt drauf mittlerweile. Aber dann an die Heizung dranhängen und sich dann toasten lassen, das ist momentan noch so mein Problem. Nicht hinter die Heizung fallen, Alter. Ach nee, das geht gar nicht. Das wäre jetzt der absolute Obergau gewesen. Weil da sieht's ziemlich eng aus. So. Mir fällt gerade was auf. Scheiße. Wir haben heute Freitag. Also für euch ist heute Samstag. Morgen ist schon Nikolaus und ich habe noch nichts für meine Freunde gekauft. Ah! Habt ihr schon was für eure Liebsten, denen ihr was schenkt? Schoki kann ja jeder. Man muss sich mal überlegen. Fuck. Bei uns ist auch kein Weihnachtsmarkt großartig. So. Übrigens, das hier ist die maximale Einstellung für die Heizung. Also mehr geht nicht. Das haben wir also die letzten Male instinktiv richtig gemacht. So, und jetzt muss ich irgendwie mich wieder toasten und ich... Ich bin noch so ein bisschen...
Wie mache ich das? Ich habe das jetzt, wie gesagt, ein paar Mal probiert, aber so richtig klappen wollte es nie. Ich bin immer verbrannt. Immer. Und dann bin ich nicht mehr essbar und alles ist Kacke. Deswegen jetzt einmal hoffen, dass das heute funktioniert. Komischerweise ist hier irgendwie so eine unsichtbare Kante, auf der ich problemlos stehen kann. Also ich bin noch nicht an dem Gitter dran, aber irgendwie, ne? Ganz komisch. So, ich muss jetzt irgendwie vor das Gitter kommen. Wenn ich mich da jetzt runterhängen lasse, verbrenne ich nur auf einem Stück. Das ist Kacke. Deswegen mache ich das jetzt mal so. So. Scheiße. Machen wir mal so. Okay. Also, wir sind auf der einen Seite schon 104% gut, das ist super. Auf der anderen Seite dürfen wir jetzt aber nicht verbrennen. Deswegen, ich schwing jetzt erstmal so ein bisschen hin und her. Boah, Leute, es könnte klappen, wenn ich das so mit dem Schwingen mache. Die Essbarkeit darf halt nicht zu sehr abnehmen. 1% habe ich gerade verloren. Oh nee, das sieht schon wieder ganz schlecht aus, ey. Es kann jetzt sein, dass es ruckzuck die Essbarkeit nach unten geht, obwohl ich nicht richtig toast, ey. Vor allem kennt ihr das, wenn du so einen verbrannten Toast hast und dann versuchst du oben noch die schwarze Schicht abzukratzen. Und es klappt nicht und der Toast schmeckt scheiße, aber du hast keinen Toast mehr, weil es die letzte Scheibe war. Studenten unter euch kennen das Problem. Perfekt. Ich bin getoastet. Ich hab's geschafft. Es ist der Hammer. Deswegen sage ich mal, ist es zwar schon wieder ein F, aber es ist mir so egal. Hauptsache, ich habe das Level geschafft. So, wir gucken jetzt noch einmal zusammen, wo es morgen hingeht. Und mir ist aufgefallen, hier steht immer mal was anderes drin. Mr. Merton was again distressed during the session. He claimed his lounge. Achso, da geht es wieder um die Behandlung. He claimed his lounge had now been broken into. He relayed his suspicions and beliefs. He has discovered the culprit is leaving a message by placing singular slice of toasted bread in the room. Okay. Ach so. Also der glaubt jetzt, der Mr. Merton bei ihm wurde eingebrochen und derjenige, der das gemacht hat, hinterlässt überall Scheiben von getoastetem Brot. Und er glaubt, dass es in der Küche einen ähnlichen Zwischenfall gab. Und dann versinkt er wieder in Gedanken, der arme kranke Mann. Ich glaube, das untere, das ist dasselbe. Also hat Stress, hat Paranoia, hat ab und zu Blackouts, hat allerdings und hat manchmal irgendwie Ausfälle des Gedächtnisses. Er weiß also nicht, was da hier zum Beispiel mit dem Brot passiert ist. His fixation on blaming a slice of toast must be some sort of manifestation of his hate of the council, as the blackouts seem to be occurring as soon as he gets home from work. Er beschuldigt oder sein ja, er beschuldigt den Toast für diese ganzen Zwischenfälle und das soll anscheinend eine Manifestation seines Hasses gegenüber dem Gericht sein. Und ja. Der hat sie nicht mehr alle ganz so beisammen, ne? So. Ach, okay. Wir kommen in den Bedroom als nächstes. Wir können uns ja schon mal kurz umgucken. Nur so vorsichtshalber, ne? Warum hänge ich denn hier noch fest? Ich bin nicht richtig abgeschnitten. Weg mit dem Bild. Alter! So, geh doch. Einmal kurz das Bild umschmeißen. Damit wir mal gucken können. Weg damit, habe ich gesagt. Also irgendwie ist er gerade umgezogen und hier
steht noch alles voll mit Kartons. Also ich schätze mal, dass wir dieses Mal zum Licht müssen. Das scheint da hinten so schön auf dem Schreibtisch. Ah nee, zum Bügeleisen, zum Bügeleisen. Ich sehe es da auf dem Bügelbrett, ne? Aber das machen wir jetzt nächste Folge. Deswegen sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und halt bis zur nächsten Folge. Tschüssi!